Einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass ich wieder bei Ihnen sein darf. Tolles Wetter heute. Wir haben heute Abend noch Pfarrgemeinderat. Aber mit viel Glück sitzen wir im Haus, im Hof vom Haus Ritzinger. Ja, kennen Sie das? Hi, guten Tag. Schön, dich zu sehen. Na, wie geht's dir denn? Eigentlich ganz gut, aber ach, mein Blutdruck und dann mein Auto und dann ist das noch passiert und jenes noch. Oder Menschen, die Ihnen gleich alle Krankheiten erzählen. Oder wie schlimm der Job ist. Oder was alles passiert ist. Und wie schlimm das Leben ist. Wie schlimm die Kirche ist. Wie schlimm der Diakon ist. Da sind wir, glaube ich, alle ganz gut drin. Der Psychologe Salvo Noe in Italien hat Papst Franziskus ein Schild geschenkt. Und das hat er an seine Zimmertür gehängt. Auf dem Schild steht drauf: Vietato lamentarsi. Vietato lamentarsi. Jammern verboten. Und dieses Schild hat der Papst tatsächlich an seine Tür gehängt. Manchmal denke ich, so ein Schild bräuchte ich auch. Einmal für mich und einmal für Besucher. Damit man doch mal drüber nachdenkt, bevor man anfängt zu jammern, ob wirklich alles so schlimm ist. Ich möchte jetzt nicht und keineswegs Menschen, denen es wirklich schlecht geht, verbieten zu sagen, was sie für Probleme haben. Ich möchte auch nicht, dass Menschen mit ihrer Trauer, ihrer Wut und Angst in den Berg halten müssen. Aber trotzdem rufe ich uns alle auf, Sie und mich, manchmal zu überlegen, was wir so erzählen, was wir machen. Ich war mal auf einer Tagung, ich glaube, es war von der Kirche, es war ziemlich heiß. Wir saßen in einem gut klimatisierten Raum, hatten dann vieles gemacht, anregende Gespräche. Und gegen Abend sagte dann der nette Moderator: Oh, wir haben heute wirklich viel geschafft. Hat er ja nicht Unrecht, es klang so ein bisschen leidend, wir haben wirklich viel geschafft. Ich musste dann leider doch zu ihm hingehen und musste zu ihm sagen, naja, wenn uns ein Bauarbeiter jetzt gesehen hätte, der draußen bei 40 Grad in der Hitze wurschtelt, wie wir hier im hochklimatisierten Raum mit netten Getränken und Keksen gesagt haben, oh, wir haben viel geschafft, der hätte nur den Kopf geschüttelt. Wir müssen aufgeben, auch wir müssen Acht geben, worüber wir klagen. Wir müssen schauen, was wir als Klage vorbringen und ob es wirklich eine Klage ist. Ich sage es mal ein bisschen ungeschützt. Ich arbeite in zwei Berufen, da höre ich viele Klagen. Mir scheint es manchmal so, Theologen und Pädagogen haben dieses Klagegehen in sich. Es ist immer alles ein bisschen schlecht, es macht einen betroffen und es ist alles so furchtbar und zu viel. Manchmal frage ich mich, ist es wirklich so schlimm? Manchmal muss ich auch lachen und denke, Mensch Leute, geht mal raus und arbeitet mal was körperlich. Ich will jetzt hier nicht eine geistige Arbeit abstufen. Aber ich will wirklich Sie auffordern, mich auffordern, zu schauen, worüber wir klagen. Und zu schauen, wie wir reden. Wann haben Sie das letzte Mal gesagt, auf die Frage, wie geht es Ihnen? Gut, ich fühle mich wohl, ist alles am Laufen, ohne dass eine Klage nachkam? Wann haben Sie das letzte Mal mehr die Schönheit der Dinge gesehen und weniger das Negative? Das bekannte Glas, ist es bei Ihnen halb voll oder halb leer? Das sind schon spannende Fragen. Und ich glaube, das sind auch Fragen, die Haltung zeigen. Wenn ich immer nur klage, wenn alles immer nur schlecht ist und ist, wenn ich immer nur einen Schwerpunkt drauf lege, wie schlecht es mir wieder geht und was ist, verliere ich die Lust am Leben. Und ich kriege eine Ausstrahlung, die eher nach Wein, denn nach Lachen strahlt. Nochmal, natürlich kann ich sagen, wenn es Grund zur Klage gibt. Und ich kann auch erzählen, was mich bedrückt. Gar kein Problem. Aber trotzdem, schauen Sie mal hin, worüber Sie sich alles beklagen. Ich tue es auch. Und setzen Sie manchmal manche Klage, die wir so haben, mal in Relation zu anderem Leben. Es lohnt sich. Vietato lamentasi. Jammern verboten. Das ist ein guter Satz. Und den würde ich auch manchmal gern an viele unserer Kirchentüren stellen. Wie schnell erzählen wir, was alles schlecht ist in der Kirche?
Keine Frauen, der Zölibat, das nicht, jenes nicht, kein Mitspracherecht. Erzählen wir uns doch mal, was gut ist. Ohne vielleicht Reformen nicht im Auge zu behalten, gar kein Problem. Aber bitte doch nicht immer nur jammern über die Ungerechtigkeit der Welt, wie schlimm alles ist, wie traurig alles ist und wie furchtbar alles in unserer Kirche ist. Wissen Sie, dann strahlen wir nichts aus. Dann strahlen wir keine Freude am Glauben aus. Dann strahlen wir kein Gottvertrauen aus. Und dann denkt man von draußen, oh Gott, diese armen Katholiken, diese armen Christen, was die leiden müssen. Und dann, ja, dann begeistern wir wenige für unseren Glauben. Und ich bin davon überzeugt, dass natürlich die genannten Probleme, ich wage mich mal ganz weit raus, wie Frauenordination, Zölibat, Umgang mit gleichgeschlechtlich Liebenden, dass das schon wichtige Dinge sind. Aber ich glaube nicht, wenn wir die alle so ändern würden, wie es in Deutschland hier gewünscht ist, und dann immer noch keine Freude ausstrahlen, dass wir einen Kirchenbesucher mehr gewinnen. Darum nochmal die herzliche Bitte. Wenn Sie sich als Christ, als Glaubender fühlen, ja, jammern Sie nicht so viel. Strahlen Sie ein bisschen Lebensfreude aus. Sie werden sehen, das steckt an. Und dann ist das allgemeine Niveau gleich wieder ein bisschen besser. Probieren Sie es mal aus. Sagen Sie das nächste Mal beim Treffen, mir geht's gut. Und schauen Sie ein überraschtes Gesicht, dass nicht geklagt wird. Jammern Sie nicht über dieses oder jenes, sondern erzählen Sie doch, was schön ist. Und machen Sie sich dieses Schild des Papstes zu eigen. Vietato lamentasi. Jammern verboten. Lasst uns beten. Guter Gott, schenke uns Gläubigen, uns Christen, immer wieder ein Lächeln im Gesicht. Lass uns neben all dem, was schwierig in unserem Leben ist, was uns traurig macht, auch das wahrnehmen, was schön ist. Schenke uns die Freude zurück. Die Freude an der Natur, am Menschen, am Leben, die Freude an der Kirche und die Freude an all dem Guten, was uns jeden Tag begegnet. Und lass uns immer wieder hinterfragen, worüber wir jammern und ob es das wirklich wert ist. Darum bitten wir dich mit den Worten des Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unserem Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Sie kriegen noch einen Segen mit. Und nochmal diesen wunderschönen Satz. Vietato lamentasi, jammern verboten. Und so mache euch zu fröhlichen Menschen und segne euch Gott, der euch gerne hat, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Schönen Abend noch. Ciao.